So, Jürgen, wir haben sogar ein Stück bei Cat Quest 2. Jetzt geht's da rein. Ich habe Angst. Mal schauen, wie es wird. Da hat nichts mehr, danke. Okay, ist jetzt ein bisschen arg leise. Hat eben noch ein Menü geändert? Ja, dürfte es auf jeden passen. Sonst müssen wir wieder nachschauen. Okay. Passt. Hä? Ich habe schlechte Nachrichten. Wer ist das? Anscheinend sind wir nicht alleine. Hä? Wuff, wuff. Unmiauglich. Dies ist die Nulldimension. Wie seid ihr reingekommen? Egal. Round 1. Wir werden später nie in eure Pfoten bekommen. Ja, Bruder, muss Kacka! Um 3 von euch! Okay, Frosted. Jo, jetzt haben sie aber gehittet. Kurz mal nicht aufgepasst. Und Level up. Komm her, Bruder. Du jetzt nachkommen. So, perfekt. Ja, Narren. Dies war nur weitere meiner Illusion. Sagt der, der nicht Hund genug ist, seine eigenen Kämpfe auszufechten. Hä? Kiri, du lässiges Feldknall. Was hast du getan? Eure Hoheit, schnappt euch den Splitter. Jetzt! Miaut! Du hast einen Königsplitter erhalten. Dankeschön. Du hast die königliche Kunst der Power Smash freigeschalten. Okay, was ist ein Power Smash? Chancen auf vernichtenden Gegenschlag bei Angriffen. Garantiert bei kritischen Treffern. Das heißt, wenn unsere Crit-Chance einfach hochdrücke wie Sau, dann easy. Mehr, dabei hätte ich fast meine Pfote verloren. Es ist Zeit, endlich den Hotdog zu machen. Es hat sich jetzt zweideutig angehört. Ich freue mich nicht darauf, diese Teufelin wiederzusehen. Aber machen wir uns auf den KitKats. Auf zu KitKatsheim. Gemeinsam werden wir das Königsschwert neu schmieden. Digitierte Fidget Spinner. So, erstmal speichern. So, das ist aber. Bedarf weiterer Erklärung, der wir nicht kriegen. Blitzwiderstand. Kritschance müsste halt echt hoch sein bei uns. Blitzwiderstand. Ach, was machen wir da? Minus 15, 20, 21, bitte. Gut, die sind vom Level her wahrscheinlich weit weg, ja. Kritschance halt plus 20, das ist halt genau das, was wir brauchen. So, dann gucken wir bei ihm mal kurz. Nö, der macht alles Minus. Außerdem ist das Ding cool, macht mir Gieren halt zu plus 1. Ist wichtig. Ist ja eine Mana schneller racked. Ich weiß nicht, ob es auch gerade noch lohnt, gegen die zu kämpfen. Oh, hat er wieder Aufgabe? Okay, warte. Würde ich dann fertig machen. Hallo Krieger, wollt ihr mir helfen, nach einem fantastischen Schatz zu suchen? Yo, easy. Vielen Dank für eure Hilfe. Ihr könnt mich Beltandreik den Schatzjäger nennen. Habe einen Hauch von etwas Altem und Magischem erschnüffelt und dies bedeutet meist ein Schatz. Wenn ihr dies für mich überprüfen könntet, wäre es potatig. Okay. Da oben bei den Freaks. Was antriggern.
Au. So, kurz noch einsammeln, unseren Loot. Los geht's. Was ist das? Hm? Halt mal. Warnung, ich bin zerbrechlich. Well? Ja, Junge, ich bin wirklich der Schädel auf dem Boden. Hast du Schatz gesagt? Ich hatte eine Schatzkiste, aber ich kann mich nicht erinnern, wo sie ist. Aber ich bin recht sicher, dass ich mich erinnern werde, wenn ich meinen ganzen Körper zurück habe, wenn ihr schon davon sprechen. Ich spüre, dass ein Teil in der Nähe ist. Nimm mich vorsichtig hoch und folge der Spur. Okay, du hebst den Schädel auf. Lecker, ist er auch desinfiziert? Wer weiß, wie da lang schon liegt? Ah ja, na ja, komm, wir folgen der Spur, ist okay. Wir hätten auch Abkürzung, aber egal. Wir folgen der Spur. Jo, Schwestern. Komm, hau drauf. Müssen wir wieder zum Tuner. Schwert upgraden. Sekunde, das noch. Du hebst Knochenarme auf. Komm noch Beine, andere Teile, 20.000 Rippen. Ich spüre keinen weiteren Teile. Hundekacke. Gibt es einen Platz, an dem ich mich ausruhen und etwas nachdenken kann? Kennst du einen Platz? Dann mal voran, junge Freunde. Okay. Zu ihm wieder. Ein sprechender Schädel, sagst du? Mit einer verlorenen Schatzkiste? Sehr interessant. Er kann hier bleiben, kein Problem. Danke, dass du das für mich prüfst. Hier, Geld. Feuermarke, Hut. Feuerschein plus 5%. Hat er aber nicht. Du kannst kommen und uns wieder ausschnüffeln. Okay. Und speichern. Da war erstmal die Questreihe hier fertig. Wie gesagt, bis zum gewissen Grad, wo es nicht mehr geht halt. Gute Neuigkeiten. Der Schädel hat einen Hinweis. Der Schatz wartet. Ah, okay. So, ich werde es einfach Herrn Totenkopf hier klären lassen. Erinnert sich an so einiges. Ich bin Witzdora und ein Zauberspruch hat meinen Körper geteilt. Der Rest davon ist im nahen Grab. Nehmt mich hoch und los geht, Jungs. So, wir nehmen Schädel wieder mit. Gut, von mir aus. Warum respawnst du eigentlich fern? Was ist mit dem falschen Leben? Au. Es tat weh vielleicht, ja? Also, ich finde es nicht witzig. Oh, ich habe mich gerade erinnert. Ich war mit einer Katze befreundet. Einer Katze namens Maud. Wir haben die Schatzkiste zusammengefunden. Ich frage mich, wie es ihm jetzt geht. Gehen wir rein. Meine nicht vorhandenen Schnurrhaare kribbeln. Da drüben, Jungs. Okay. Ah, oh, es ist so nie reingelaufen. Ah, schade. Kannst du, geht's hier irgendwo noch lang? Ah, es ist immer so manchmal so verdächtig, ne? So, mal mitnehmen. Ach nö. Das ist nicht gut. Warte mal, komm mal her. Genau. Au, das war so geplant. Noch einmal, komm bitte. Danke. Oh, wusstest du es? Das Öffnen der Schatzkiste hat besondere Geschenke in die Welt entlassen. Als Maud und ich die Kiste zuerst geöffnet haben, erhielten wir als Geschenk richtige Sprechen. Okay. Hundekuhl. Es ist mein Körper, aber nicht fellfreundlich.
So, erledigt. Das war dein Körper. Ich denke, es ist sicher, die Arme, die du vorhin gesammelt hast, anzupfoten. Okay. Befehl ist die Arme. Na, okay. Wir sind wieder bei der Aqua. Oh, ich habe mich gerade an etwas Schlimmes erinnert. Hä? Also, Maud hat die Kiste alleine geöffnet und die Katzen wurden mit Magie beschenkt. Als Rache habe ich sie geöffnet und die Hunde erhielten als Geschenk die Kenntnis der Wissenschaft. Dann hatten wir einen Streit, weil wir gierig auf das waren, was noch in der Kiste war. Uff, seufzt. Machen wir weiter. Bitte seid so nett, befestigt mein Kopf an meinem Körper. Okay. Oh je. Ich habe mich gerade an etwas noch Trauriges erinnert. Maud ist tot. Er wurde von einer anderen Katze ermordet, die auf sein Wissen neidisch war. Und warum bin ich nicht überrascht? Bitte vergebt mir. Puh, ich habe meine Knochen unter Kontrolle. Ich treffe euch Jungs draußen. Okay. Interessanter Zeitgenosse. Es ist hart, mich daran zu erinnern, dass ich einen Freund aus Gier verloren habe. Nimm das hier. Kundschafterschwert. Okay. Ich muss all diese neuen Informationen verwalten. Findet mich hier wieder. Okay, das ist aber interessant. Ich habe mich gerade daran erinnert, was mit der Schatztruhe passiert ist. Holen wir sie uns. Okay. Richtig, also ich habe mich endlich erinnert. Das Kreuz da vorne. Ich die Kiste dort vergraben habe. Sie sollte immer noch einen letzten Schatz enthalten. Es wird Zeit, dass wir sie öffnen. Okay. Da ist sie, Jungs. Öffnet sie. Belichter ist, du öffnest die Schatzkiste. Was in Wuffs Namen ist passiert? Wenn ein Hund war, warum hat er da ein Hörner? Nur mal so eine Frage. Bellende Hundekuchen. Jetzt erinnere ich mich. Die Kiste ist leer. Sie wurde verwendet, um Abhef wegzusperren. Na super. Bestimmt ein riesiger Drache. Was? Ich bin ich. Abhef, Mörder von Mauf. Ich bin endlich frei. Du hast mich verflucht und hast versucht, den letzten Schatz in der Kiste zu bekommen. Aber sie hat dich eingesaugt und weggesperrt. Miau, ich komm fa- Wir haben ja gar gesprochen, scheiße. Synchro, im Arsch. Miau, ich kam fast frei, als einige Kultanhänger mich gerufen haben. Die Freiheit war so nah. Jetzt werde ich sicher gehen, dass ich frei bleibe und dich vernichte. Echt jetzt? Können wir jetzt kurz zusammenklopfen? Ha, ihr zwei denkt, ihr könnt mich stoppen. Ihr könnt es versuchen. Au. Was ist das für eine Blubberblase, die er da hat? Jo, fetter Angriff. Au. Oh. Da ist gerade down gegangen. Ja, kommt mal her kurz, Jungs. Das ist unabsichtlich. So. Es macht schon ein Move hier, komm. Ach, Bruder. Echt schon wieder. So. 11:45, sehr schön.
Halleluja, ihr habt ihn besiegt. Es tut mir leid, dass kein Schatz mehr in der Kiste ist. Ich habe den letzten Schatz hier freigesetzt, in Mausgedenken zu ehren. Hier haben wir uns zuerst kennengelernt. Möchte ich dir raten, was der letzte Schatz war? Nun, es war das Geschenk der Witzelei. Morph wäre begeistert gewesen. Du kannst die Kiste nehmen, sie sollte immer noch etwas wert sein. Und jetzt wird es Zeit, dass ich Morph folge. Ich danke euch und leb wohl. Tschüss. Du hebst die Schatzkiste auf. Gut, dann gehen wir mal zurück. Jetzt nervt nicht. Verfolgt er uns? Wie viel Geld haben wir eigentlich? Ah, 5600. Lohnt sich zum Upgraden wieder. Du sagst, dass die Kiste uns Sprache, Magie und Wissenschaft geschenkt hat? Das ist unbezahlbar. Es ist der historische Beweis, dass Katzen und Hunde Freunde sein können. Nimm das hier. Gespensterrüstung. Eiswiderstand plus 20. Cool. Vielen Dank. Ich hoffe, dass wir wieder Frieden haben werden. Okay. Warum können wir denn 10.000 kriegen, anstatt nur 500 Gold? Ich frage ja nur. So, da wir die Questreihe jetzt haben, rollen wir zurück. Die erste Brücke. Ich hoffe, ihr erwartet uns keine böse Überraschung. Nö. Juhu, wir sind zurück. Gleich speichern. Was uns gerade noch fehlt, ist die Rüstung, die wir im ersten Teil hatten. Fällt mir gerade so auf. Vielleicht kommt das ja noch. Wir haben noch ganz weit vor uns, haben erst Level 45. Hey Bruder, was geht? Hey Bruder, was geht? Höhle? Level 30, easy. Okay, müssen wir von der anderen Seite kommen, das wird so nix. Wurde uns noch erwischt? Hey Jungs. Wir hatten auch mal die Möglichkeit, dass wir... Was macht denn der? Achso, der greift mir an. Eine Möglichkeit... was war's gerade? Das ist im Gedanken verloren. Egal. Jungs, komm mal hier ein bisschen Gruppe kuscheln veranstalten, was möglich. So, danke schön. Und es sieht hier eh ganz verdächtig aus. Hier muss es was geben. Ein Geheimweg. Sicher. Hier gibt es hundertprozentig einen Geheimweg. Wartet. Ah, okay. Die werden angetriggert nur. Okay. Kein geheimer Weg. Mein Instinkt hat mich getäuscht. Ich bin enttäuscht. Nun ja, wir müssen auf jeden Fall noch kurz ein paar. Hier muss es irgendwo noch Viecher geben. Monster. Einfach rüber. So. Kiste befreit. Hopp, mach mal. Danke schön. Jetzt bestimmt was. Nein, nix. Ach man. Blaues Magiergewand. Jo. Okay. Wow. Da muss man kurz die Kiste. Hoffen. In der Hoffnung, dass da was drin ist. Deutsch on point wieder. Ninja-Schleier. Kritische Chance 10%. Okay. Gut, los, komm, mein Freund. So, und raus hier. Drüben würde ich halt gerne hinkommen, aber wir können nicht über Wasser laufen, Mann. Bestimmt epische 1 nice Scheiße da.
Gesperrt? Karl! Jo, Bruder, teil halt aus! Hat er uns gerade radiert, du? Meine Fresse!